möchte euch heute mein Vorlagenprojekt für die Schule für Wohnbauten zeigen, für das Bundesland Salzburg, mit den eingetragenen Gesetzesverweisen, wo das drinnen steht. Bei uns gibt es zum Beispiel den Nachbarabstand mit 3/4 Traufenhöhe, aber mindestens 4 Meter. Das habe ich hier mit 3:4 parallel verschoben auf die Traufenhöhe, ergibt das eben hier dann eben den Nachbarabstand. Dass wir bei 4 Meter, wie hoch dürfte ich sein, zum Beispiel hier auf plus 4,93 oder auf 5,33 vom Urgelände, wenn ich 40 cm tiefer bin als 0. Gut. Dann hier ein Hinweis auf die Wandeinstellung, dass die Wand praktisch von Rohdeckenoberkante bis nächste Rohdeckenoberkante geht. Dann ja, einfach weitere Texte und Gesetzestexte und Normenverweise, wie groß eben Räume sein müssen, worauf man aufpassen muss. Hier eben nochmal die Wandhöheneinstellung von Geschoss zu Geschoss minus jeweils den Fußbodenaufbau. So sollte es eingestellt sein. Dann eben hier, wo finde ich überhaupt die Geschosseinstellungen? Rechtsklick auf Geschosseinstellungen. Und diese sind dann immer fertig Fußbodenoberkante. Die Fundierung selbst, das habe ich mir angewöhnt, das ist recht sinnvoll, sollte eigentlich immer in einem Geschoss unter dem Keller noch einmal liegen. So. Und hier einfach so mal ganz plakativ, welche Geschosse ich brauche. Und im Vergleich dazu eben hier, was hier steht. So, dann einige Auszüge aus dem Bautechnikgesetz, wie groß Wohnungen überhaupt sein müssen, also Räume in Wohnungen, Bäder, Nebenräume und so weiter. Dann, Entschuldigung, Raumordnungsgesetz, Auszug, was in Straßenfluchtlinien, wie weit muss ich von der Grundlinie weg, also von der Grundgrenze weg, und dann eben noch was, Entschuldigung, über die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke, § 56, wie es derzeit üblich ist. Gut. Dann daneben, das ist jetzt etwas verwirrend, ein Grundriss, eine Grundrissdarstellung. Über alle Geschosse existiert praktisch dieses Objekt. Ich gehe mal kurz ins 3D. Und da habe ich eben hier so beispielhaft einfach mal die wichtigsten Bauelemente für so einen Wohnbau reingegeben. Mit Grundstück, mit Aushub und Hinterfüllung, mit Bodenplatte, die ganzen Fußbodenaufbauten, ein Dachflächenfenster, wie das ausschaut mit den Fußbodendarstellungen im 3D, dass die mehr oder weniger ein extra Element sein sollen gegenüber der Decke, damit ich dann unterschiedliche Fußbodenbelege darstellen kann, und wie das ausschauen muss, dass man hier eben in die Türe reinkommt, dass das funktioniert. So, hier habe ich aber eine 2D-Darstellung, die jetzt in der Arbeitseinstellung Erdgeschoss sitzt. Also, hier habe ich ein Durcheinander. Und da steht eben drinnen, Achtung, es gibt keine doppelte Bemassung, sondern einmal für Einrechtplan, einmal für Polierplan, und das liegt hier in der Arbeitseinstellung übereinander. Das bedeutet, wenn ich jetzt in die Einrechtplangeschosse, Erdgeschoss reingehe, habe ich hier eine übersichtlichere Darstellung, wie das gemeint ist mit den Bemassungen, wo ich eben die Bemassung für Salzburg üblich in Meter mit 2 Dezimalstellen und das Nullverkomma verbergen, dass eben alles, was unter einem Meter ist, in Zentimeter hingeschrieben wird, wo man das einstellt, dann wo ich das überhaupt finde, nämlich hier herüben, und das eben zu die Bemaßung für den Einreichplan eben, oder für den Ausführungsplan auf die Ausführungsplanung, das ist nicht ganz richtig, das wäre, Moment, nicht die Archikat-Ebene, sondern Bemaßung, Beschriftung, so, Ausführungsplan, Bemaßung, so. Also hier muss die Einrechtplanbemaßung auf der richtigen Ebene liegen. Wenn ich mal kurz in die Ausführungsplanung gehe,
ändert sich der Maßstab. Hier Ausführungsplanung, das soll es ja sein. Und eben ein Hinweis darauf, dass die Ausführungsplanung immer vom Rohbau ausgeht und alles andere kommt dann später drauf. Dann ein Hinweis, wie man Lichtschächte zeichnen könnte, herstellen könnte. Hier mit einem Bild aus dem 3D, das wäre so der Lichtschacht. Man setzt ihn im Erdgeschoss ein, dann gibt es ihn auch im Keller. Wenn man, Störung hat das T, die Darstellung Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darunter setzt. Und gehe wieder ins Erdgeschoss. Und dann eben einen SOE-Abzug vom Gelände oder von der Hinterfüllung macht. Dabei sollte man einen SOE-Abzug mit Verlängerung nach oben machen und dabei schauen, dass der Lichtschacht sanft unterhalb des Geländes sitzt, dass es auch wirklich macht. Ich zeige das mal ganz kurz her. Wenn ich mal das jetzt in die drei Geschosse anschaue, schaut das dann eben so aus. Aber eben nur mit SOE-Abzug mit Verlängerung nach oben. Wenn ich jetzt kurz drauf gehe, hier abziehen nach oben. Gut, die Grundeinstellungen der Fenster und Türen habe ich einmal, soweit ich es für richtig halte, einmal reingegeben. Das heißt, STRG hat das T. Die Einstellungen, die hier überall drinnen sind, könnte man dann für andere Sachen einfach mit der Spritze übergeben. Wenn ich sage, ich habe jetzt hier diese Eingangstüre und möchte die Einstellung für diese auch haben, Steuerung Alt, also Moment, diese hier, Steuerung Alt auf diese Klick, dann habe ich eben so eine Eingangstüre. Okay, gehe mal zurück und kann dieselbe Eingangstüre natürlich dann auch mit den gleichen Einstellungen, ja, in dem Fall war es nicht so, zurück, Alt, Steuerung hat das T. Steuerung Alt auf diese. Okay. Und jetzt ist das die gleiche Einstellung. Hier die Nummer. Wenn ich mal kurz auf das gehe, ist natürlich hier zum Eintragen. Erdgeschoss, Tür 01, 02, immer im Uhrzeigersinn. So, das nehme ich jetzt hier wieder weg. So. Auch hier wieder. Wie genau stelle ich meine Bemaßungen ein? Wo sind die Einstellungen zu finden, damit die Maßhilfslinien lang genug sind, dass es einen ordentlichen Bemaßungsblock gibt? Wo stellt man sich ein, dass das B oder das A beim Schnitt drinsteht und nicht S01 und so weiter, wie es bei uns üblich ist, eben mit A und B? Eben, geh mal kurz drauf, dass man es kurz zeigt. Hier. Also all diese Einstellungen sind jetzt drinnen. Gehe mal kurz in den B-Schnitt, nein, im A-Schnitt ist es. Da habe ich auch noch einige Hinweise reingegeben. Hier eben die Geschosshöheneinstellungen, rechte Maustaste, Geschosseinstellungen, das wären die. Und wenn die Wände richtig eingestellt sind, kann ich hier umstellen, was ich will. Die Wände gehen dann automatisch mit. Hier mal so eine Darstellung, wie man beim Einreichplan vielleicht bemaßen könnte. Ich habe jetzt hier noch keine Maßlinie für die Fenster reingegeben. Und hier das Plus Minus, Steuerung hat das T, ist eben ein Sonderzeichen, das zum Einfügen ist. Deshalb hier der Kreis, um darauf hinzuweisen und dass es auch die Möglichkeit gibt, den Raumstempel im Schnitt zu erwischen mit einem Etikett, Raumstempeletikett. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Vorlage, wo ich dann einfach mit Alt-Klick sofort mein neues Projekt zeichnen kann. Alt-Klick, kann es schon richtig eingestellt einfügen. Alt-Klick, kann meine Fenster sofort einfügen, richtig eingestellt und so weiter. Und habe mit der Zeichnerei keine großen Probleme mehr mit der nachträglichen Einstellerei, die ja meistens dann die meiste Arbeit ist, wenn man es von vornherein nicht richtig gemacht hat. Gut, ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen. Ich werde es, wie gesagt, auf Prof. Bautechnik stellen, damit alle, die damit etwas zu tun haben, das an den Schüler weitergeben können oder sich selber fortbilden können damit. Ich wünsche euch weiterhin frohe Ferien.